Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in Folge 340 von Simotrans. Ja, 339, letzte Folge, komplett in die Tonne gemacht, weil ich hatte Version 2 von Simotrans im Pack 128 German genommen und tja, das hat einmal funktioniert und das nächste Mal Laden des Packs war, also des Spielspannendes, war dann leider nicht mehr möglich. Also, wir sind jetzt in Folge 340. 39, aber 340 ist vorzählend, aber ich werde jetzt auch 340 beibehalten. 39 ist halt in V2, aber leider nicht funktionstüchtig. Da gibt es eine Fehlermeldung, wenn ich da starte. Ja, und da müssen wir gucken. Ich glaube, wir haben nicht ganz viel letzte Runde gemacht, weil wir diese Fehler da alle hatten. Und ja, ich glaube, den Postzug, den müssen wir nur kleiner machen auf dieser Strecke mit den Güter, mit den Personenzügen. Das werden wir dann jetzt in dieser Folge nachholen. Ne? Dann würde ich sagen, nach dem Intro schauen wir weiter. Bis gleich. So, dann gucken wir mal, dass wir das irgendwie hinkriegen. Fokus, ach nee, WASD geht nicht, das Pfeiltasten gehen hier nur. Jetzt brauchen wir mal gerade hier, da ist er schon weg. Die Linie, da ist er. Dann brauchen wir vielleicht hier den Fahrplan, genau, dann da den Zug, der meines Erachtens zu groß war. Dann schicken wir den jetzt zum Depot, aber erstmal über nicht laden. Schade, Fenster verschieben geht ja nicht. Verfolgen wir den, bis der leer ist. Machen einmal schneller. In der Hoffnung, dass der jetzt alle in Altenau lässt und Hardexen. Ja, sieht so aus, dass die Post alles da bleibt. Gut, das heißt, jetzt kann er ins Depot. Nicht laden, kann weg. Das kann verfolgen auch aus, oder? Na komm, machen wir ein bisschen schneller gerade. Und jetzt machen wir Verfolgen aus, machen das aus. Der kann zu, brauchen wir gerade nicht. Wir gehen hier rein und hoffen, dass der gleich ankommt. Und ich ihn hier sehe, da ist er. So, und dann haben wir gesagt, der ist zu teuer. 2000 ist zu viel. Ich will jetzt mal auf... Achso, die Lok war auch zu teuer, ne? Die schmeißen wir auch noch gleich raus. Loks war eine günstige, die war zu teuer. Wir hatten hier eine mit 334, die auch schneller ist, ob ziehend oder das ist, glaube ich, egal. Und jetzt haben wir hier 1250 Postsäcke noch. Ich schmeiß noch einen runter. Und starten, der ist wieder unterwegs auf seiner Linie. Wir gehen hier hin. Machen das Verkaufen. Und die Anhängerwaggons sind, also war ja unter Passagiere, ne, genau. Machen wir da auch weg. Was ist das hier für ein Ding? Bayerische Oberlandbahn, sehr interessant. Gut, okay, dann haben wir das erledigt. Das war irgendwas Falsches noch. Der ist angekommen, hatten wir auch gesehen. Der Zug fährt jetzt wieder. Wir gehen mal gerade zum See. Oh, das Ding ist immer noch da. Leute, ich hoffe, mich hat es nicht jetzt das Spiel nur noch zerfetzt. Dann kann ich mir meinen PC neu aufsetzen wahrscheinlich. Und wenn dieser Speicherstand jetzt auch nicht funktioniert, dann haben wir irgendwie verloren. Das ist ja richtig ärgerlich. 338er Spielstand sieht schon so aus. Das wäre jetzt nicht gut, das wäre ganz schlecht. Die LKW stehen ja auch falsch drinne. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Tja. Wir haben gerade mal irgendwie 3 Minuten jetzt hier in dem Ding. Es ist ein bisschen kurz, um aufzuhören. Ne? Aber das ist jetzt so ein Punkt, wo ich jetzt mal gerade sage, wir machen immer hier kurz einen Cut. Ich versuche diesen Spielstand erstmal nochmal neu zu laden. Wenn das nämlich nicht geht, dann kann ich euch sagen, dann ist der Spielstand da schon gecrashed gewesen. Und dann ist die Frage, ob wir dieses Spiel überhaupt noch weiterspielen können. Das wäre dann ziemlich sehr ärgerlich. Dann muss ich gucken, ob ich auf ältere Spielstände zurückgreifen kann. Das vielleicht funktioniert. Und wenn das funktioniert, dann haben wir Glück. Dann verlieren wir zwar ein bisschen was, was wir schon mal gemacht haben. Im Video haben wir gesehen, was wir gemacht haben, könnte ich vielleicht nachholen dann. Das wäre ja nicht so das große Problem, aber wenn der Spielstand dann tatsächlich komplett gecrashed ist oder das ganze Spiel, dann werde ich wohl erstmal einen Rechner aufsetzen müssen und
dafür brauche ich dann ein bisschen Zeit, ne, dass das schnell geht. Dann werden wir nur ein oder zwei Tage wahrscheinlich verlieren, dass ich irgendwie ein Video drehen kann. Okay. Ich teste mal gerade, ob ich den Spielstand speichern kann, neu laden kann und dann sehen wir weiter, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Ich habe jetzt den Spielstand 338 mehrfach getestet. Der muss wohl schon die Ursache sein. Ich bin jetzt hier in Spielstand 337. Den habe ich hier jetzt ganz normal laufen. 338 war dann in Version 2 auch hier so am Rand waren so Mauern wie im Tunnel sozusagen. Da muss ich, in dem Spielstand muss es schon irgendwas schiefgelaufen sein, denke ich mal. Also ich bin mir da jetzt nicht sicher. Würde jetzt mal vorsichtshalber sagen, das, was in den zwei Folgen dann gelaufen ist, müssten wir nachbauen. Dafür müsste ich aber erstmal gucken, was wir gebaut haben oder ob das überhaupt sinnig ist. Aber ich meine, der Spielstand davor ging es hier drum mit den Signalen oder sowas, dass man hier zwei ja, weiß ich nicht, wie heißen sie die Dinger? Keine Ahnung. Das sind ja die Signale, die hier stehen, die für zwei Sektionen die Gleise sperren oder wie man das auch immer nennen möchte. Das ist jetzt die Sache, ne? Jetzt müssen wir mal gucken. Wir können ja mal, ne, V war nicht richtig. Screenshot gespeichert. Ne, Screenshot wollte ich nicht speichern. Ich habe gerade die B-Taste drücken wollen. Das war's. Kann der jetzt hier raus? Oder ist das Signal noch alt, ist die Frage. V machen wir mal raus. Er fährt jetzt bis hierhin vor. Ne, da ist es noch schon ein neues Signal. Er holt sich zweier. Das ist hier ja ganz brauchbar. Das würde ich jetzt auch tatsächlich dann so lassen. Will hoffen, dass nicht der Spielstand. Ich habe schon mal zwischengespeichert, kurz, nach einem kurzen Moment natürlich nur. Ah, das ist auch ein Zweier schon. Also der ist jetzt die Frage, ob der da rein schafft, ne? Der holt sich das frei und das frei. Jetzt ist frei. Eigentlich müsste er jetzt fahren können. Oder einer von denen fährt raus noch. Ja, der fährt noch raus. Frei 1, ja, das ist schwierig, ne? Wir können hier aber mal was trennen. Ne, das können wir nicht. Dann müsste der so fahren. Aber dieses könnte man, ja, muss man mal schauen, ne? Das ist alles ein bisschen schwierig gerade hier, ne? Fährt er denn jetzt, wenn der da. Ja, jetzt müsste er ja fahren. Wer hat sich denn jetzt wieder was geholt? Er hier unten? Ne, eigentlich nicht. Es ist kein Zug mehr da. Wer fährt jetzt? Oder will der durchfahren? Und da, wenn er durchfährt, holt er sich auch das hier. Aber da müsste er bis hierhin das frei sein eigentlich, oder? Wo fährt er denn hin? Ach, jetzt ist er weitergefahren. Okay, was kann man da machen, wenn man da draufklickt und dieses B hat, kann man den Zug weiterfahren lassen. Im nächsten Bereich, okay. Also dieses Signal ist hier verkehrt, das muss weg. Da muss ein normales hin, das schafft der Zug nicht, das hatten wir ja letztens schon. So, das sollte funktionieren. Will ich hoffen. Ich weiß nicht, ob dieses nicht auch so ein Signal ist. Kann man das irgendwo sehen? Ich glaube, hier ist es, wenn, ne? Das ist auch ein Kombinationssignal. Ich glaube, das ist da genauso schlecht, das zu haben, wie da vorne auch. So, das haben wir jetzt. Lupe an und jetzt nochmal reinschauen. Ne, das war jetzt das Einfache. Ich hoffe, das ist das Einfache. Warte mal, aber ich habe es doch jetzt gerade da so weggelöscht, oder? Und habe dieses Signal genommen, oder? Lass uns das nochmal checken. Da steht da trotzdem kein Signal.
Das ist auch so eins. Was steht denn bei dem anderen hier? Da muss ja hier was anderes stehen. Ah, Vorsignal, 2 Block KS. Aha, hier steht genau erklärt, wie es funktioniert. Ah, das ist genau das. Es können mehrere davor stehen, das ist sehr gut. Das würde bedeuten, hier wäre das sowieso egal gewesen, weil es ist ja kein Zug, der von hier kommt, da reinfährt. Das war also Quatsch, das hinzubauen, genauso wie da. Ja, das passt schon dann. Okay, da haben wir alles erstmal richtig gemacht, damit wir jetzt ein bisschen was in dieser Folge machen, ne? Ist klar. Das fährt auf jeden Fall wieder. Die LKW stehen hier auch noch gerade drin. Ne? Das war ja bei dem anderen schon, dass die hinten quer standen. Sieht so aus, als ob es jetzt hier noch wieder funktionieren könnte. Ich weiß nicht, was wir dann noch alles gemacht haben. Ich hoffe, dass da der Fehler irgendwo nicht wieder auftritt, sonst haben wir ein Problem. Dann können wir nämlich das Ganze neu beginnen und das wäre bestimmt sehr, sehr schade, weil wir 300, über 300 Folgen da, 397 Folgen sauber durchgespielt haben. Und ja, da müssen wir gucken, wie sich das hier weiterentwickelt, oder? Hier sieht erstmal alles gut aus. So, wir können jetzt noch den Zug uns schnappen, der die Post da durch die Gegend fährt. Den hatte ich, glaube ich, noch nicht geändert, oder? Ist er hier irgendwo? Ne, ist jetzt nicht hier irgendwo. Kriegen wir gerade, da ist einer von der Linie. Und dann ist das der. Haben wir den jetzt geändert? Ne, ich glaube nicht, ne? Nein. Nochmal nicht laden und dann soll er zum Depot fahren. Wir können das schon schließen. Doof ist, dass ich diese Fenster jetzt nicht verschieben kann. Ich muss unbedingt schauen, dass ich wahrscheinlich das System neu aufsetze und dann alles neu installiere und dann auch Version 2 hoffentlich funktioniert. Verfolgen wir den mal. Wo ist der jetzt? Also, der ist jetzt mitten auf der Strecke, ne? Wo fährt denn der hin? Der fährt jetzt Erzgebirge. Ah, sehr schön. Dann können wir jetzt hier fahren und haben das los. Machen wir gerade schneller. Da sind wir im Depot. Jetzt können wir den im Depot verkleinern. 1000. Nehmen die Lok raus und machen da die günstigere auf jeden Fall vor oder hinter. Und starten den wieder. Dann haben wir das erledigt. Passt. Ich hoffe. Ja, der ist noch an. Jetzt kriege ich doch tatsächlich, ich wollte schon sagen, jetzt kriege ich das hier nie aus, ne? Gut, okay, das hat geklappt. Ja, das läuft erstmal, ne? Version 2. Also, ich gehe von aus, dass hier noch ein paar Bildchen mehr neu sind. Viel schickere Häuser noch dabei gekommen sind und sowas. Dieser Turm sieht ja richtig cool aus und so. Ja. Kirche kennen wir ja schon, dieses Haus hier, weiß ich nicht. Also ich denke, wir haben schon ein paar Gebäude dabei, die neuer sind dann, die hier noch zugekommen sind, ne? Ja, hier sehen wir auch noch ein Kohlekraftwerk, Miele, Kohlenbergwerk, was wir dann auch noch anschließen müssen. Da haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, ne? Das sind nur alle so Sachen, die wir noch machen müssen. Wir haben jetzt hier so eine verkorkste Folge natürlich, will ich jetzt gerade mal so lassen und lieber noch mal nicht so viel machen, wenn es denn doch nicht funktioniert. Dann ist das nicht alles für die Katz. Vielleicht schauen wir da lieber dann noch mal eine Folge weiter. Ich werde definitiv gucken, dass ich es irgendwie hinkriege. Wenn nicht, dann werdet ihr merken, dass wir das Spiel neu starten, denn Simutrans will ich dann weitermachen. Fangen wir dann bei Null an oder sowas. Da müssten wir auch mal drüber reden,
wie wir das machen wollten. Also ich habe es ja immer so gemacht, dass ich die Städte ganz klein hatte, also nur das Rathaus und dann Verbindungen aufgebaut haben. Wenn wir so machen, müssen wir mal schauen, wie wir da vorangehen. Allerdings würde ich mich über Kommentare freuen, wenn ihr da schon mal eine Idee habt, dass wir neu starten sollen, falls es gecrashed ist. Ich werde versuchen, den Rechner neu aufzusetzen und das so wie es ist dann zu behalten. Ich will hoffen, dass ich das mit dem Lightly und Version 2 und sowas alles hinkriege. Und ja, dann würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.